Ulla Jelpke von der Fraktion Die Linke. Danke, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, wir sprechen in der Tat nach dem Verfassungsschutzgesetz jetzt über weitergehende Befugnisse für die Bundespolizei. Herr Seehofer hat in der ersten Lesung hier gesagt, ich zitiere, für die Überwachung der Telekommunikation streiten bestimmte politische Kräfte schon seit Jahrzehnten. Es ist also schön, dass dies jetzt die Chance hat, realisiert zu werden. Was für eine Definition. Schön. Schön ist wirklich was anderes, wenn wir hier heute die Beschlüsse bekommen, dass die Bürgerinnen und Bürger weiterhin überwacht werden und damit Bürgerrechte eingeschränkt werden, dann wird die Sicherheit eher zur Unsicherheit. Und das zeigt also wirklich das gesamte Gesetz. Die Bundesregierung will der Bundespolizei zum Beispiel einen Großteil jener TKÜ-Befugnisse übergeben, die sie bereits den Länderpolizeien übergeben haben. Das bedeutet unter anderem, Handys, Computer mit Staatstrojanern auszuspähen. Dazu nutzt der Staat Sicherheitslücken in der Technik dieser Geräte, anstatt die Bürger vor diesen Lücken zu warnen, um wenige Verdächtige abzuhören, werden Millionen von Bürgern und Bürgerinnen dem Risiko ausgesetzt, dass ihre Geräte gehackt werden. Das ist unverantwortlich, unverhältnismäßig und wird hoffentlich vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden. Außerdem soll die Bundespolizei Meldeauflagen verhängen können und vollen Zugriff auf Personaldaten haben, zum Beispiel im Schengener Informationssystem gespeichert sind. Für all das sind bislang die Länder zuständig. Und es ist völlig überflüssig, wie ein Kropf, diese Kompetenzen jetzt auch noch an die Bundespolizei zu vergeben. Im Unterschied zur FDP finden wir es sehr problematisch, dass die Bundespolizei auch die Abschiebung geduldeter Personen jetzt dafür zuständig sein soll. Wenn Sie diese Personen zufällig an einem Bahnhof oder in einem Zug kontrollieren, das soll zwar jetzt in Abstimmung mit der Ausländerbehörde geschehen, aber wenn die nicht erreichbar ist, zum Beispiel am Wochenende, dann können die Betroffenen sofort bzw. in Abschiebehaft festgenommen werden. Geduldete Menschen werden damit praktisch zum Freiwild. Selbst die Gewerkschaft der Polizei hat in unserer Anhörung diese Pläne, ich zitiere, als völlig abwegig und sogar verfassungswidrig kritisiert. Denn sie haben einen verfassungsmäßigen Kernauftrag der Bundespolizei, der Grenzsicherung, nichts mehr damit zu tun. Und was nicht weniger schlimm ist, sie laufen auf massive Willkür hinaus, was die geduldeten Personen angeht. Und ich will hier mal daran erinnern, das sind immer Menschen, die hier noch legal sind und damit auch ein Recht haben, rechtsstaatlich behandelt zu werden. Was man hingegen im Gesetzentwurf vergeblich sucht, eine Streichung der Regelung des willkürlichen Racial Profilings. Das wäre in der Tat ein Problem, was man hier mal diskutieren hätte müssen. Das Problem sind gerade Sie mit Ihrer Redezeit. Ja, ich komme auch, bin auch gleich zu Ende. Nee, jetzt diese Polizei muss Ihnen sonst das Mikro abstellen. Müssen endlich auf die Tagesordnung. Das Wort geht an die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne mit Frau Dr. Irene Mihalic.